Hallo ihr Lieben, heute gibt es bei uns unter anderem einen Gnocchi-Auflauf. Dieser Auflauf ist so fantastisch lecker, dass meine beiden Männer mich bereits darum gebeten haben, dass es diesen nun alle 2 bis 3 Wochen bei uns auf dem Speiseplan geben wird. Probiert es aus. Er ist super lecker deftig und mit etwas Unterstützung vom kleinen Franzosen auch sehr schnell zubereitet. Viel Spaß! Die Gnocchi werden nach Packungsanleitung zubereitet. Eine Zwiebel und 3 Knoblauchzehen werden in den Mixtopf gegeben und 5 Sekunden bei Stufe 6 zerkleinert. Mit dem Spatel wird die Zwiebel-Knoblauchmasse nach unten geschoben. 2 Esslöffel Öl werden zugegeben. Und wird 3 Minuten angebraten. Die voreingestellte Zeit wird auf 3 Minuten verkürzt. Etwa 70 Gramm Tomatenmark werden zugegeben, also etwas weniger als die Hälfte einer Tube. Und wird erneut angebraten mit verkürzten oder bei verkürzten 2 Minuten. Und auch die Temperatur reduziere ich auf 120 Grad. Das Ganze wird nun abgelöscht mit 2 Bechern Sahne. Außerdem gebe ich einen halben bzw. dreiviertel Becher Ranch hinzu. Wer möchte, kann natürlich auch anderen Frischkäse verwenden. Nur wir mögen halt die Schärfe von diesem Ranch. 2 Teelöffel Speisestärke, also Gustin, werden zugegeben. Und 2 Teelöffel von gemischten Kräutern. Ich habe mich heute für tiefgefrorene 8-Kräuter-Mischung von Iglo entschieden. Und kocht dann bei Einstellung Linkslauf 5 Minuten. Und Stufe 1. Eine Auflaufform wird wieder eingefettet. Etwas von unserer Bärlauchbutter wird in einem Topf erhitzt. Etwas Öl wird auch zugegeben. Champignons werden zugegeben. Etwa 300 Gramm Tomaten werden zugegeben.
Tomaten und Champignons schmurgeln im Topf etwa 15 Minuten. 2 Teelöffel Vegeta und 1/3 Teelöffel Pfeffer werden zugegeben. Unsere Sahnesoße aus dem Mixtopf wird hinzugegossen und köchelt erneut etwa 5 Minuten. Und wird mit geriebenem Mozzarella bestreut und backt etwa 25 Minuten bei vorgeheizten 220 Grad.